Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Scrub Mechanics Survival. Eine neue Folge, eine neue Aufnahmesession. Und mit dabei ist wieder der Kollege Fleischhammer. Guten Tag. Guten Tag. Na? Wir waren an der Abschlussstelle, ne? An unserer ehemaligen. So wart. Und da ist der Loot auch respawned. Die Kisten waren alle wieder. Was sehr schön ist, muss ich jetzt mal sagen. Wir haben nicht ein bisschen Komponenten sammeln können. Auch die Roboter, die sich in diesem Startturm da befunden haben, konnten wir nochmal looten. Das ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen was haben wir geholt. Also hauptsächlich ja wieder diese Erde und was da hinten alles lag. Die Erde habe ich auch mitgenommen, genau. Ich habe auch nur 2 und 3 Komponenten. Du hast aber insgesamt jetzt schon 10 Komponenten, ne? Ja, ne, jetzt 11 so, ja. Ich habe noch einen gefunden gerade. Also super. Können wir mal gucken, ob wir diesen Food Processor da irgendwie starten können. Also es gab ein Patch zur Scrap Mechanic. Uns ist nicht ganz klar, warum der Loot respawned ist. Ob das vom Spieler kommt oder ob das jetzt durch diesen Patch kam. Oder ob es allgemein im Spiel so ist. Wissen wir alles nicht. Da hat es mal kurz gezuppelt, da hat es irgendwas nachgeladen bei mir anscheinend. Ja, bei mir zuppelt es immer noch. Ah, jetzt. Okay, beruhigt sich anscheinend. Also das Spiel scheint auf der SSD besser zu laufen als auf anderen Sachen. Ja. Okay, jetzt hat er dich. Jetzt hat er sich gefangen. Komisch. So, Home Sweet Home. Hello, my friend. Achso, so, wie sieht es hier aus? Ach, guck mal, hier. Ich ernte mal. Dann kann ich ja gleich neu setzen, das ist noch nicht ausgewachsen. Hast du Dünger gefunden? Ich habe Dünger. Ist das Dünger hier? Muss ich da drüber hovern, oder? Ne, so eine Sprayflasche. Nee, das ist Glue? Nee, hake nicht. Okay. Hake nicht. Ich habe nur 10? 14 Fertilizer. Hier, nicht Fertilizer. Erde. Soilbags, ja. Okay. Können wir die jetzt mal hinmachen hier? Der hat noch Pappkartons hier für das. Ich habe doch Pappkartons letztes hergestellt. Oh, hier, unser Kumpel lebt noch. Das, ich gebe dir mal was zu füttern, das oder? Das ist gut. Das ist gut, dass er noch lebt. Ich freue mich darüber sehr. Der kleine Scheißer. Schäsel. So, ich habe ihm was zum Essen hingelegt. Sein Pool liegt ja hier noch auf dem Tisch. Ah, schönes Spiel. Der ist bestimmt für irgendwas gut. Ja gut, er produziert ja irgendetwas, was Kleber-ähnlich ist oder Harz oder sowas. Nee, der Glue, der ist der für irgendwas gut, das so meine ich. Nee, das meine ich. Also, ach so. Also der Kleine ist für was gut, so habe ich verstanden. Ja. Ich gucke mal bei unserem anderen Beet hier hinten, ob ich das gießen muss. Ja, es kam ganz viel hinter eurer Basis, da hinten links, da findet ihr Baumwolle oder sowas. Ja, leider irgendwie nicht. Ne? Also irgendwie sind die Karten so unterschiedlich. Wow, hier ist alles gewachsen. Tomaten, alles gewachsen hinten an unserer, an diesem geschützten. Ah ja, geil. Das ist cool. Dann pflanze ich jetzt nochmal Möhren und Tomaten ein, hätte ich gesagt. Mach das bitte. Ja. Ja, hier ist doch noch leider sind die Karten so unterschiedlich, dass, wo sich bei euch eventuell dort Baumwolle befindet, ist es bei uns nicht der Fall, aber das soll uns nicht abhalten, jetzt mal ein bisschen rumzufahren und zu gucken. Viele sagten hinter der Basis, also bei vielen scheint die Baumwolle zu hinter der Basis zu wachsen. Das Glück haben wir leider nicht. Müssen wir schauen. Also wenn du schon da bist, kannst du nochmal Öl holen? Also wenn du schon da bist, so meine ich. Ja, ich gieß. Wenn du schon mal da bist. Ich würde nur kurz den Garten gießen. Ich meine ja nur, dass du, wenn du schon mal da bist. Dann kann ich auch. Hörst du doch. Aber sicher. Nochmal Öl holen. Da halte ich ja nochmal rein. Da hältst du nochmal ins Öl. Nein. Wir sollten das so machen, dass man das auch zählen kann. Ich denke mal, solange der Heimer nicht losgeht, ne? Was auch ganz oft kam, man soll sich die Wassereimer mitnehmen, um die Roboter irgendwie lahmlegen zu können. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir das müssen. Also rein von. Klar, die machen schon mal einen Schaden oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass wir. Ja, bei dem ganz großen könnte es interessant sein, aber ich habe. Achso, da Gefühl, könnte das schon wieder was anderes sein, ja, das stimmt. Dass den ganz großen der Hammer nicht interessiert, ne? Also. Das mag auch der sein. Zwirbelt mal ganz kurz rein und dann sagst du aua, aua, aua. Und weinst. Das war's dann. Sag mal, ich zieh mir mal. Tomaten haben Wasser aufgefüllt. Die Möhrchen haben eher Essen aufgefüllt, ne? So, jetzt will ich mal Holz noch. Ich habe hier so ja noch einen Sunshake. Und Tomaten. Machst du diesen Essensroboter? Bist du da schon am Stück? Den würde ich jetzt hier machen. Oh, hier ist nochmal ein Häufchen. Oh, er hat nochmal ein Häufchen gemacht. Oh, das ist aber schön. Die stolzen Eltern, ne? Der erste Schiss. Der sieht ganz schön komisch aus, der erste Schiss.
Der ist schwarz. Jetzt in echt, meinst du? Ja, ja. Mann, der ist nicht Gold. Also so viel kann ich sagen. Meinst du, das Spiel weckt falsche Hoffnung? Die wollen uns da ein bisschen verscheißern. Also ich bringe noch ein bisschen Öl mit. Ich bin gerade am Tauchen. Guck, oh Gott, ich muss mir vielleicht Luft holen. 50 Metal brauche ich noch. 50 Metal. Aber die sind schon verarbeitete. An die Freunde des Gammas, des helleren Aufnehmens, das kann ich im Moment, können wir nicht leisten, weil ich mit einem anderen Programm aufnehme und hoffe, dass ihr da mehr seht, eventuell im Endergebnis. Nur als Tipp, ne? Als Hinweis. Als Hinweis. So, wir brauchen nochmal. Wir müssen nochmal. Wir müssen nochmal was. Ich hole jetzt Öl. Ja. Kannst du mal gucken, wie viel Öleinheiten man braucht, um einmal. Du willst Benzin wahrscheinlich herstellen, ne? Ich würde damit Benzin. Fünf pro. 5 pro, also müsste ich mindestens mal 15 mitbringen. Sehe ich das richtig? Damit wir zumindest dreimal Benzin machen können. Damit wir dreimal Benzin machen können, aber also du musst jetzt nicht, wir haben jetzt nochmal, ich habe nochmal 36 in der Tasche. Jetzt hole ich noch die verbleibenden 3. Also die verbleibenden 3. Der neue Film. Ich räume hier gerade Base auf, was soll's. Du räumst hier Base auf, das ist auch nicht schlecht. Das ist gut. Das Schöne ist, dass man das alles irgendwo hinpacken kann. Das finde ich echt gut. Dass man die Sachen so hinplatzieren kann. Ja, genau. Okay, jetzt habe ich 15. Jetzt mehr mache ich nicht, weil das dauert auch schon ordentlich lange. So. Das Zeug zu looten. Ja, liebe Grüße an die Kollegen, die Pete Smeet. Die haben jetzt auch angefangen zu zocken. Ah ja. Ja. Die haben auch einen Spaß gefunden. Machen wir auch alles jetzt nach. Haben uns in der Suche verdrängt. Ach, na toll. Arschloch. Danke nochmal. Nein, das ist ja ein ganz anderes Publikum. Ja, das stimmt auch. Das ist ja, ich glaube, unser Publikum ist auf jeden Fall anders. Der Ü30. Ja, würde ich auch sagen. Ja, denke ich auch. So. Ich würde nochmal Farmbots farmen. Farmbots farmen? Wie sieht's aus mit dem Essensroboter? Ja, ja. Wie viel brauchst du denn? Metall, 50. Hab 20. Ich. 17 habe ich und nochmal 162 Scrap, also da echt? Ist was. Ja, ja, ja. Ich bin Profi, weißt du doch. Ich bin Profi. Wenn du mal mit jemandem zusammengespielt hast. Mit. Ich bin der Profi. Ich muss jetzt nur aus dem Wasser irgendwie rauskommen und irgendwie hüpfen ist auch nicht so spannend hier. So, ich komme. Ihr meckert was? Ich höre was? Ja, hier ist er. Da ist einer, ja. Volle Wucht. Doch nicht. Volle Wucht. Boah, wie er zurückschaut. Warte mal, also warte mal, stopp, stopp. Okay, ist nicht lange. Es ist nicht lange, ne? Also es ist nur ein kleiner Moment. Eher die Gefahr, dass du getroffen wirst, weil er... Weil er dann wieder aufwacht in dem Moment, wo du denkst, wo du drin bist, ja, genau. Sehe ich auch so. So. Ah, das Radio läuft. Gib mir mal... Ich würde jetzt, mach mal gleich mal dieses Metal eh mal ansetzen da im... Den normalen Metal-Block. Ja, genau. Ja, wir haben ja nur einmal. So, jetzt ist zweimal. Willst du Möhrchen haben? Ich habe 6 Möhrchen dabei. Ich würde Möhrchen nehmen. Ja, dann... Gerne. Gebe ich dir mal 3, oder? Sehr gerne, hier. Ja. Und dann kriegst du von mir noch 2 Tomatoes. Milch hast du noch, oder? Ich habe 15 Milch anstecken. Da, ganz viel noch, ja. Und Öl könnte ich noch ansetzen. Perfekt. Was hast du genommen? Schmeißt du noch hin? Ich habe noch 2 Metall. Hier hast du 27. Wie viel brauchen wir denn insgesamt? Ja, passt jetzt. Okay, cool. Oh, dann kommt der jetzt hier raus. Da wird ja der Food Processor, wird ja hier, ne, der Food Roboter wird ja geboren. Ist nicht so? Was fehlt? Nee, ist doch, ist ein ganz anderes Metall. Doch, nicht die erste Version, die zweite Version. Jetzt haben wir das jetzt verkackt. Warte, nee, ich leg das nochmal. Da braucht man die andere auch. Da brauchst du nur. Oh Gott. Was brauchen wir da noch? Wasser und diese die Bäume. Haben wir da nicht geholt gehabt? Ja, wir haben ein paar, aber wir haben 30. Nicht mal, wir haben 22. Ja, wir brauchen nur eine Glut. Ja, ja, wir brauchen 50 Blöcke. You get me? Ja, aber es kommen ja immer 10 mal rum, also von daher. Ach so. Ich mach jetzt mal, haben wir noch von diesen blauen Behältern? Also von diesen... Die habe ich jetzt gerade, die brauche ich jetzt auch. Was wir übrigens machen sollten, ist, man kann an diesen Roboter, können wir hier so eine Kiste anschließen, da können wir nämlich alles reinlegen. Das ist ja rechts, ist so ein Pfropfen, da können wir unsere Kiste anschließen. Ja.
dass wir das hier rechts ranpacken. Das gleich in die Kiste geht. Ah, ja, geil, ja. Stell mal den Roboter vielleicht irgendwie. Ich brauche nochmal das andere Metall, was du noch so hast. Ja, hier. Das und das. Jetzt hast du all mein Gold. Und hier hast du noch die Komponenten, falls du was craften möchtest. Siehst du? Läuft. Okay. Jetzt 30. Dann gieße ich mal schnell die Pflanzen hier. Du hast nicht zufällig noch Wasser einstecken, oder? Zufällig, Hike, in Wasser. Dann gieß doch mal hier hinten das Ding. Hast du den Dünger irgendwo hingepackt? Nee, gell? Dünger hatte ich nicht. Achso, ich dachte, du hättest Dünger das, gehabt. Das Feul, Hike, hier. Zäul. Der Zäul. Nee, so, ich dachte, Dünger hättest du gefunden. Haben wir aber gar nicht mehr, nee. Geht nicht. In der Mitte nicht. Okay. Und? So, haben wir. Dann mach ich nochmal Benzin. Ja, genau, das gebe ich ja auch noch. Komm, das droppe ich ja auch noch hin hier. Liegt jetzt neben dir. Ich fahre mal kurz Wasser holen mit dem Auto. Oder wollen wir jetzt erstmal einen Ausflug machen, solange noch Tag ist? Wir haben 15 Uhr. Oder? Den Food-Roboter scheint ja nicht zu reichen. Den müssten wir den nicht. Oder langt das jetzt? Den können wir jetzt bauen. So. Ah, sehr gut. Na, nice. Achso, jetzt kommt er ja wieder hier oben rausgeschmissen. Ja, ja. Na ja, geil. Schön das Auto. Und? Da hätte ich jetzt irgendwie mehr erwartet im ersten Moment. Du bist ja ein Kleiner. Willst du vielleicht hier so in die Ecke, hier drüben? Da drüben? Echt? Ja, oder so, wir haben hier unser Lager. Dann packen doch hier hin, guck mal, neben den... Wir können vielleicht hier unseren Gast können wir vielleicht umziehen, oder? Dass wir den in die Ecke ziehen, neben die Treppe. Das könnte man machen, ja. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz und können noch eine Kiste hinstellen. Ich ziehe den gerade mal um. Ist das vorne? Ja. Wo? Das ist niedlich. Pizza Burger. Ein Fleisch, zwei Dings, zwei Tomaten und Dings. Veggie Burger. Aha. Na, hier ist das Fleisch. Revival Baguette. Also ein Burger scheint so der heiße Schlüssel zu sein. Ich setze jetzt mal unseren Kumpel um. Oh, bist du niedlich? Wie setzt man den wieder ab? Mit linke Maustaste. Oh, ich habe ihn geschlagen. Na, mach keinen Scheiß. Ich habe ihn geschlagen. Mach keinen Scheiß. Tut mir leid. Aber er verzieht sich in die Ecke. Guck mal. Moment. Was, er brät? Wie geil ist das denn? Bitte nochmal. Mach noch einen. Oh, wie lecker sieht denn der Burger aus? Ist denn nice, Alter. Ist das schön gemacht, Alter. Das ist echt. Guck mal auf von Ja. Voll der Angeber. Oh, der Burger sieht aber auch lecker aus. Komm mal kurz, ganz kurz. Ach so. Ich brauche da einen schicken Screenshot. Warte mal, ich nehme mir den Burger. Collect. Boah, wie sieht denn das Set? Boah, wie sieht denn das? Boah, komm mal mit ins Licht. Komm mal hier. Komm, da haben wir uns verdient. Nee, erstmal noch nicht. Ich habe keinen Hunger. Also. Ich esse ihn jetzt auch noch nicht. Warte, boah, also, wie geil sieht denn das Ding aus, bitte? Also richtig schick. Was denn jetzt? Mach nee, die Arme nur, aus. Nee, ich hab nur geguckt. Nimm mal nochmal in die Hand. Bitte? Hab ich. Achso, schade, Hike. Den Burger. Hatte ich. Hike in der Hand gerade. Nee, bei dir nicht? Nee. Und jetzt? Nein. So eine T-Stellung. Immer noch nicht? Achso, T-Stellung. Hm. Tja, was soll ich denn machen? Sollen wir noch Buggy? Naja, gut. Wird schon gehen. Du schreckst die Arme aus. Schwierig. Ist noch ein bisschen Buggy irgendwie, das Ganze. Gut. Hier ist jetzt noch zwei Burger gemacht. Wenn du noch Kartoffeln hast, können wir noch einen machen. Kann ich noch einen machen. Kartoffeln hatte ich noch nie. Hast du nie gehabt, nicht? Mm-mm. Nee, Kartoffeln noch nie. Ich hatte immer Tomaten, Möhren. Die waren noch irgendwo. Hier sagen wir mal einen Ausflug, oder? Solange es noch hell ist. Ah, ich habe schon wieder die Taschen voll. Ich beeile mich ganz doll. Ich beeile mich ganz doll. Ach, Scheiße, die sind auch nur so hochsteckbar. Guck mal, wie schön ich das kann. Was denn? Die Komponenten. Wir müssen unbedingt noch eine zweite Kiste machen. Nicht. Hm? Du kannst doch das ganze Ding. Da. Scheiße. Kannst du nicht, ne. Aber die Komponenten kannst du mir geben, also, oder? Das kann man doch nicht machen. Das sieht gut aus. Sag mal, hör auf jetzt. Das kannst du jetzt echt nicht, also das kann jetzt nicht wirklich. Ich habe jetzt noch Sprit. Ich habe jetzt noch 28 Sprit dabei. Ja komm, es wird schon wieder düster. Ja, ich weiß.
Aber manchmal... Manchmal muss man Dinge tun. Da muss man halt... Muss halt... Sieht ziemlich unaufgeräumt aus. Ah, wir haben einen super lecker Burger. Ist ja voll der Cheat-Day-Burger hier. Das ist der Cheat-Day-Burger. So sieht der aus. Fünffach Doppelwopper extrem. Nehmen wir auf jeden Fall. Ich habe jetzt zwei noch in der Tasche. Wie hast du die denn hier so schön gestapelt? Die... Ah, so. Guck mal hier, richtig ordentlich hat er das gemacht. Ja, ich dachte mir, dann kann man wenigstens sehen, wie viel wir haben. So ungefähr. So, kann man so, so ich habe hier nur rumgemüllt. Ich weiß. du kannst ja nichts anderes. Okay. Dann noch der raus und dann... Essen zu essen. Wo ist das Essen hin? Ach da, Essen zu essen. Alles klar. Okay. Ja, I'm good. Gut. Dann würde ich sagen, meine Taschen sind voll mit Essen. Das Ding zapfe ich noch in die Wand. Und jetzt ist Duscher. Also die Nacht mag ich nicht, die ist mir zu dunkel. Ja, aber du müssen die dunkel. Zuschauer jetzt durch. Wir haben Licht vorne dran gebaut, ne? Wir haben hier so ein... Wir haben Licht dran gebaut. Haben wobei wir nicht das noch? Eher Unterbodenbeleuchtung ist. Haben wir nicht noch von den Lampen irgendwo gehabt? Ja, wir haben noch hier so die Lampen für... Hier ist noch eine, hier ist eine. Da ist eine. Ach so, Moment, und dein Kumpel habe ich überhaupt nicht richtig eingesperrt, fällt mir gerade ein. Ist er noch da? Der ist noch da. Ist er noch da? Ja, ja, ich hatte da die... Zack, so. Ich habe mal die Eisenblöcke hier abgebaut. So, der dürfte eigentlich nicht rauskommen. Du bleibst da drin, Freund. So, ich habe noch eine Lampe mitgebracht. Ach, cool. Sieht aus wie eine Antenne. Das ist doch lustig, oder? Geht so. Okay, dann... Naja, es ist, hier kann ich nichts anbringen. Das Problem, hier ist alles... Kann ich es so machen. Jetzt mache ich es ganz hell. So, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Das ist doch schön. Ja, ich will... Jetzt. Also ich finde es total hübsch. Geht durch. Wo wollen wir jetzt hin? Ich hätte gesagt rechts rum. Links rum hatten wir jetzt einen Ausflug gemacht. Aber wir können jetzt mal probieren. Und dann sagt jemand links den Berg hoch und da wird ein Dingsbion kommen. Was machst du? Soll ich noch Sprit reinmachen? Ich habe noch Sprit einstecken. Noch ist was drin. Ich habe auch was bei. Alles gut, lass mal noch. Okay. Hat der nur. Also. Was ist denn? Fährt er nicht mehr? Also irgendwie hat er auch für mich fährt er Fehlzündung, oder? Gas ist da. Ja, da sind drei. Warte mal, da packe ich nochmal rein. Kaputt gemacht? Nee. Den ich pack nochmal in die andere, packe ich nochmal rein. 10. Oh, warte. Warum fährst du Vollgas zurück? Weil er einfach. Er hat einfach bleib gemacht. Stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Fahr du mal. Okay, warte. So. Steig ein. So. Unser kleines Spaßmobil hier. Wir können ja einen kurzen Schnitt machen. Guck mal, hier Kuhwanderung. Wo ist denn das? Da ist noch, links ist noch eine Kiste, da hinten. Ja, da fahren wir da mal hin. Wollen wir einen kleinen Cut machen? Und ja, genau, vielleicht schon was gefunden haben? Genau, so machen wir das. Okay, dann bis gleich. Bis gleich, Leute. Oh Gott. Da sind wir wieder zurück am Tag, aber fahren können wir immer noch nicht. Wir haben gerade mal ein Gebäude gelootet, da wird es schon wieder langsam Tag. Jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen rüber gefahren. Da sind auf jeden Fall Roboter drin. Oh, nicht wenig. Ich häng fest, ich häng fest, ich komme, ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest jetzt. Boah, der braucht nicht mehr viel. One-Shot. Naja, One-Shot ist übertrieben, aber irgendwo lagen doch die Arme hier rum. Siehst du noch Arme? Haben sie noch Arme übrig? Hier liegt noch einer. Ah, hier ist einer. Hier ist einer. Eigentlich. Oh, da. Ich höre was. Ja, ich hab's auch gehört. Okay. Ich komme. Ach, die sind da oben an der Treppe. Guck mal. Ah ja. Warte mal. Dann ich baite, ja. Ich muss kurz, Okay. Drinks. Ich könnte mir mal den Burger reinziehen, oder? Mal gucken, wie satt der macht. Ja, das mach mal. Ich zieh mir jetzt einen lecker Burger rein.
Deinen hast du schon gegessen? Nee, ich hab noch zwei Beine. Nee. Guck mal, ob du mir auswählen kannst wieder, den Burger. So, aber wir können auf jeden Fall noch mal einen machen, weil... Wähl mal den Burger aus. Ach so. Du hast ihn jetzt ausgewählt und hast... Ah, sehr gut, komm mal mit. Jetzt sehe ich eine T-Stellung. Komm mal her. Nein, du bist keine T-Stellung. Ja, du aber deswegen. Ach so. Und so wahrscheinlich so hier, besser? Genau, so ist besser, so ist perfekt. Ja, nice. Oh, sieht das, ja, oh, sieht das Ding lecker aus. Ja, ich will auch gleich mal reinbeißen, wenn du willst. willst du mal schnuppern? Na, kannst du mal schnuppern. Riecht nach Fleisch. Ekelhaft. So, ich zieh's mir jetzt rein. Mal gucken. Oh, komplett voll. Komplett voll. Ja, das ist ja nice. Enorm. Wasser hoch oder? Nee. Ja, ja, beides. Beides voll? Ja. Mhm. Also ich würde jetzt da von da oben runter locken, oder? Ja. Okay, mach ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, haben die mich... Oh, ich bin... So. Drei Stück. Oh, das sind drei. Ja. Lack. Okay, hab einen. Hast du beide? Ja, ich hab beide. Lack. Viel Lack dabei gewesen. Also der ist runtergekullert und ich wollte noch Wasser ansetzen, hatte ich überlegt, aber da war das alles, mein Kopf hat gesagt ja und Reaktionszeit null. Habe ich ganz vergessen, klar, Wasser. Dachte ich, dass man so ein bisschen abstoppen kann, gerade wenn es drei sind, da kann man zumindest mal zurückflüchten. So, ich gehe die Treppe hoch. Ich auch, bin schon. Bin jetzt bei der ersten Option abgebogen. Du kannst ja zur Not jetzt höher gehen. Erste Mal war was hinter so einem Stroh. Okay, ich gehe ins Höhe. Nö. Geht nicht höher, okay. Lohnt sich nicht. Nee? Nee, hinten ist nur eine Treppe auf der anderen Seite. Stimmt, hier geht's ja auch eher nach unten. Also die Gebäude sind natürlich immer die gleichen, ne? Das haben wir jetzt schon öfters gesehen. Da, hinter dem Stroh war jetzt mal was, okay. Ja. Vielleicht sehen wir von hier oben ja was Herbstliches. Also da vorne sind ein paar rote. Guck mal, da hinten wachsen rote. Hier in die Richtung. Aber nicht viele. Achso, du bist ja gar nicht bei mir. Nee, aber... Also praktisch hinter dem Gebäude. Ja. Ups. Aber es ist natürlich schon ein bisschen... Oh, zwei Komponenten aus der Kiste. Richtig nice. Steht das Auto? Ach, da. Also ich bin jetzt ganz hochgegangen, ne? Ja, okay. Was hat das mit der Chemie auf sich? Erzähl. Die braucht man irgendwie für Dinge. Das ist ja auch das, was man in den Behältern finden kann, diese rosa. Ah. Chemical. Also wenn ich es richtig verstanden habe, kann man die in die Eimer füllen und mitnehmen. Da gibt es diese Chemiewerke. Mhm. Ich gehe jetzt ganz nach oben, ne? Hattest du erwähnt bereits? Ja, ich gehe noch weiter. Ich bin jetzt noch einen Stockwerk höher. Wie viele Stockwerke gibt es denn da? Eine Menge. Jetzt nämlich noch eine goldene Kiste. Ah, verdammt. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Nähe ein wenig. Oh, Was da? Kriegst du hin? Ja, ich dachte, ich hätte mich festgebackt, aber es ging. Weil, womit kann man eigentlich diese Steine hier abbauen, die hier überall sind? Wisst du das? Die goldene Kiste. Too big for the sledgehammer. Was bedeutet Sledge? Ja, du gibt's weiß nicht, vielleicht gibt's Tools, ja irgendwie, oder? Genau, vielleicht gibt's irgendwie nochmal eine Motorsäge oder was auch. Vielleicht ist es auch diese Sägeblätter, weißt du? Man kann hier diese Sägeblätter craften. Vielleicht kann man mit denen dann später die großen Bäume ab. Oh. Die Chemie absensen. Ist gefährlich. Tut weh? Ja, tut weh. Zur Chemie. Das weiß ja nichts. Wasser ist auch Chemie. Nee, blubbert auch so. Gelassen, gut. Ei. Okay, hab ich. Ich sehe dich. Weißt du, wo das Auto ist oder hast du es dabei? Nee, es ist bei dir. Links rum. Okay, da hinten ist ein Fahrrad. Ach, man kann hier nicht mehr machen, das ist alles oder was? Nee, ich glaube, du kannst nur Chemikalien einsammeln sozusagen. Ich hol dich ab. Ich komme. Blub, blub. Jetzt im Auto direkt in die Chemiesee rein. Hier sind noch zwei Roboter.
Bei dir sind noch zwei Roboter. Naja, die. Mal gucken, was die Karre jetzt hat, ob ich jetzt fahren kann oder nicht. Aua, hat er mich erwischt. Maximal rückwärts. Ah, geh weg. Steig ab, wenn er spinnt. Ich glaube, das ist ein Bug. Also es hatten ja auch viele geschrieben, dass sie dieses Problem mit dem Ruckeln haben seit dem letzten Patch. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das hier irgendwie noch... Gut, wir fahren ein bisschen links weiter rechts, die oder? Die Hütte? Okay. Oh, da, guck mal, da ist, wir brauchen auch dieses Raisin da. Da ist auch dieses verstorbene Biom rechts. Ja, dieser kaputte Wald. Der verbrannte Wald. Und hier links das Haus würde ich noch mitnehmen wollen. Oder, Roboter? Hui, Home Run. Bam. Schnitze ihn. Der Spargelschäler, auch lustig. Der Sparschäler. Wieso Spar? Nennt man doch so. So nennt man den Schäler, mit dem man Kartoffeln schält. Okay. Ein Sparschäler, das ist ja mit der Wippe. Für weil man spart an Kartoffeln spart. Oh, zwei Stück. An Abrieb, weil... Oh Gott. Ein Sparschäler, weil man nicht so viel Kartoffel verschwendet, weißt du, wenn man so im Kneipchen, also im Kneipchen ist Messer. Ah, fuck, da ist ja noch einer. Oh, ich bin fast kaputt. Bist du? Soll ich da helfen? Nee. Nee, das geht so. Ist eigentlich ganz cool, dass die Health sich so relativ schnell regeneriert, ne? Man hat schon so eine Art Bedrohung, aber... Ja, ist so ein Call of Duty-Prinzip, aber es liegt, ist ja abhängig von dem, was man zu essen hat, ne? Also... Naja, genau. Also macht er ja auch nur so lange so. Wenn man satt ist, dann wird man natürlich auch schnell geheilt. Ja. Schon wieder dunkel? Nee. Ja, ich würde. Ja, ne, 14:20 sollte es noch nicht dunkel werden. Nee, nee. Bam, ja. Komponenten. Ja. Ich würde sagen, wir looten noch ein bisschen. Wir haben ein Chemiewerk gefunden. Wir haben lecker Burger gemacht. Leider noch keine Baumwolle. Das ist sehr schade. Wobei ja. Ich bin auch ein Dödel. So, jetzt. Wobei ja die Baumwolle für ein Bett wichtig wäre, ne? Dass wir einen Spawnpunkt setzen können auf dem Fahrzeug und dass wir, wenn wir unterwegs sind und Kapeister gehen, dass wir da eine Möglichkeit haben. Ja, das wäre nicht schlecht. Und das haben wir halt nicht. Möglichkeit haben. Meister der Halbsätze wieder. Ja, so, geht's hier noch irgendwie weiter? Nee, gell? Ja, hier rum. Hier muss noch da. Nee, hier ist noch eine Kiste, siehst du? Da war noch eben dran und ein Hude. So, Pfeffer im Kreis. Oh, immer noch leer, die Kiste. So, wir sagen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.